Hallo Internet und hallo YouTube. Wir kommen zurück zu Hearts of Iron 4. Und wie wir noch wissen aus dem letzten Part, die Dänen haben ja wie gesagt ernst gemacht mit dem Krieg. Und sie haben mit den Franzosen angelegt und mit den Engländern. Und mich lasst es ehrlich gesagt sehr kalt, weil ich mich aus diesem Krieg raushalten werde. Wir versuchen es rauszuhalten, weil wir versuchen eigentlich unseren eigenen Plan zu verfolgen. Der heißt Dänemark zu unterjochen. So nebenbei ganz ein hintertürliches Spiel machen wir hier. Vielleicht die Ausrüstung habe ich mir heute schon einmal angeschaut, also vorher noch kurz. Keine Vorlagen, ja, ist klar. Und hier sind wir auch ganz schön über drüber. Und hier biete ich da viel zu viel aus, ja. Wir müssen mal ein bisschen wegnehmen. Da reicht eins. Die, was noch nichts haben, kommen mal weg hier. Es geht auch für die komplette. Boah, für die komplette Infanterie eigentlich. Jetzt mal bin jetzt nur zwei Infanterieeinheiten mal aus. Wir müssen es ein bisschen jetzt runterschrauben. Weil, Krieg führen ist so eine eigene Geschichte und ich bin am Abwarten, was sich noch so tut hier. Was ist eigentlich hier los? Die Russen im Kampf. Was ist eigentlich mit unserer Asientruppe aus? Lassen wir mal weiterlaufen einfach. Jetzt 41 haben wir dann Durchbruch zusammenbringen endlich. Wäre natürlich vom Vorteil hier. Unsere Einheiten schwächen extrem. Was macht unsere Infanterieeinheit? Oh mein Gott. Also jetzt haben wir wirklich Weltkriegsstimmung langsam. Ja, jetzt haben wir Weltkriegsstimmung. Oh, genau. Jetzt es passiert genau das, was ich nicht erhofft habe, dass passiert. Dänisch-britischer Krieg. Ja. So, Truppen sollen sich hier mal fangen, ein bisschen. So. Das ändert natürlich alle Pläne, die ich hatte. Wie ist denn das mit Tschechien? Gehören die jetzt? Tschechoslowakei. Beziehungsweise die Tschechen sind sehr schwach. Das sehe ich mich auch nicht. Mir interessiert eher die dänische Ecke hier. Sonst eine Armee hier. Wo ist denn die Heeresgruppe? Wo ist die Reichsgruppe 1? Wo haben die stationiert eigentlich? So, die wechseln jetzt auf Patrouille und wir dann noch Patrouille machen die jetzt nur. Jetzt mal schauen, ob wir die patrouillieren lassen hier. Hier und hier. So, neue Pläne jetzt auf jeden Fall. Der Hauptverband den östlichen Rahmen hier rumkrilliert. Shang-Chi hat kapituliert, das ist gut. Ich bräuchte meine U-Boote und das Salvecht.
Warum nicht? Die Roboten 01. Dürfen auch Komma-Überfallungen machen, nämlich Atlantik draußen. Ich glaube, die den Engländern ein bisschen auf die Pelle rücken dann damit. Wir richten uns für den Krieg, ja. August ist es beendet hier. Toll, das dauert noch lange. Sagentini kriegen wir kein Öl mehr. Gott, dann werden wir das jetzt aufgeben. Wir handeln mit Iran. Warum nicht? So, das ist unser Hauptverband unter Dönitz. Und bin jetzt in den dänischen Bälde. Okay, da gehen wir es nicht hin. Mecklenburg auch nicht. Wurscht, machen wir es anders. Die kriegen. Diesen Angriffstrupp für. Hier, hier. Hier. Ja, anders kannst du das eh nichts machen. Ein bisschen müssen wir jetzt mal an den Enkeln ein bisschen auf die Pelle rücken, dass die Prinzen gehen dabei. Das hier. Ja, wir tun aber unser Schiff ein bisschen in ein bisschen ein kleines verwickelten Krieg reinziehen. Ist ja egal. Warum nicht eigentlich? Schauen wir mal, ob das was bringt fürs Erste. Ist natürlich auch nicht die beste Option gewesen, aber. Es bringt uns was. Wo ist meine Infanterie-Armee? Wo sind die? Hallihallo? Infanterie? Hier sind sie. Könnte man ja eigentlich versuchen durchzubrechen. Könnte man versuchen. Ich zweifle, dass wir durchkommen. Die sind im Rückhalt noch. Versuchen wir uns mal ein bisschen hier der Front hier zu beteiligen wieder. Viel passiert da nicht.
Der kommt gleich zum Stehen vor, ne? Das ist nicht gut. Komm mal durch, komm mal durch, komm mal durch. Wäre super, wenn wir durchkommen würden. Komm, wir kommen durch, wir kommen durch. Oh, wir kommen durch. Ja, da müssen wir drücken. Darauf weiter. Da müssen wir auf jeden Fall weiter drücken jetzt. Durchbruch gelungen, nächster Durchbruch. Weiter vorrücken, Jungs. Schauen wir, ob wir da durchkommen. Kurz mal auf Pause drücken. Unser erster Münchner Schiedsspruch. Ja, erster Schiedsspruch. Wiener Schiedsspruch, pardon. Schickt aus Slowakei, wenn wir das jetzt schon gehen. Und die Tschechoslowakei. Also. So, schauen wir mal, ob wir da durchkommen jetzt. Sind noch Panzer von uns neben uns. Das ist sicher Geschichte schreiben. Wir bereiten uns definitiv für einen großen Kampf vor. Unser aktueller Kampf bedeutet eher. Durchbruch auf allen Linien. Versuchen wir jetzt mal. Den Chinesen ein bisschen zu zeigen, dass wir doch noch Kräfte haben hier drüben. Könnte auch wirklich funktionieren, der Vormarsch ein bisschen. Sie ziehen sich zurück, die Chinesen ziehen sich zurück, das ist gut, da kommen wir voran. Dürfen wir nicht nachgeben. Direkt weitermachen. Immer gegen das gut was alles. Dann ziehen wir ab. Ziehen wir auch einen ab. Wir machen das ist anders. Ich werde ein bisschen hier aufhalten. So, strategischer Bomber. So, mit dem Übernetzen. Stehen uns Truppen ein bisschen an. Ist okay. Und dann müssen sie durchbrechen noch. Brichst du hier durch und du hier. So, machen wir es mal anders. Wir führen unnötigen Krieg gegen Asien. In Asien.
Zeit mit da unterstützen. Ja, ich sollte mich hier unterstützen. Dann gehen sie wieder zurück. Ja, jetzt denken sie uns wieder zurück. Wir geben nicht auf, wir machen weiter. Nächster Versuch hier, da einfach durchzukommen. So, Torpedo. Tage ist mir zu lang und 7 Tage für Torpedo-Ausstoß. Bitte. Fahr ich mal in die Richtung wieder. Ja, unsere Truppen sind nicht zurück, das war natürlich jetzt klar. Pech, 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 Pech. Acht von acht haben wir entsendet. Schade. Versuch was wert anzugreifen, bracht hat's uns nicht viel. Schaut jetzt hier aus. Gute Stille. So viele Jäger haben wir hier. Genug. Mecklenburg. Aber auch eine kleine. Truppe abstellen. Marinebomber kommen dorthin. Schauen wir uns das mal in Ruhe halt an hier. Der meine ich sind Jägerstaffeln dort. Und kriegen sie noch Bomber. Leute, das ist den Rittenberg, das ist überhaupt nicht gut. Ja, wir werden langsam wirklich gezwungen in den Krieg hier. Das mir nicht gefällt, langsam. Wir versuchen ganz ruhig uns das andere auszuhalten. Dann möchte ich Dänemark holen zuerst. Jetzt erst Dänemark haben. Kommt noch 5 Tage, bis wir Dänemark kriegen. Dazwischen könnten wir eigentlich Norwegen annoncieren. So, das ist wichtig, dass wir das auch gleich machen, weil Norwegen wird dann das nächste Ziel dann von Dänemark aus. Die Frage ist natürlich, wie sehr mischt sich hier
Ah, wir können Mitglieder in Dänemark könnten wir jetzt Bündner sein, dann super. Jetzt will ich meinen ganzen Plan ändern. Ich will meinen ganzen Plan, den ich jetzt hatte, über den Haufen schmeißen, wenn wir Dänemark einladen würden. Mal ein bisschen schneller stellen. Nein, das lassen wir mal. So ein Frontenkrieg, den ich nicht führen will gerade. Sonst hat man sich zurückgezogen. Toll. Nicht, dass mich noch eine Offensive ziehen. Boah, das Thema mit Offensive ist mich jetzt für nichts so. Toll. Der Offensiv ist wohl in die Hose gegangen. Noch 30 Tage, die möchte ich noch abwarten. Und da sind es noch 83. Norwegen haben wir Rechtfertigung in 250 dann. Wow, das dauert noch länger. Die schwedischen Truppen stehen jetzt vor uns. Die schwedischen Truppen sollen rückkommen, sie wollen, ist mir wurscht. Könnten sie eigentlich. Nach der Vision uns Unterstützung schicken, wenn wir wollen. Wollen wir nicht. Bleiben wir uns nicht einmischen in diesen russischen Krieg. Obwohl. Nein. Kein ohne den Krieg mit angezettelt mitspielen. Noch nicht. Wir werden mitspielen, aber nicht jetzt. Verspreche, dass wir werden bald mitspielen in diesem großen Krieg. Das sollte alles durchdacht sein. Das ist der beste Zeitpunkt, um Frankreich zu überfallen. Die Franzosen eigentlich hier unten gebündelt sind. Wie sind die Beziehungen zu den Franzosen mit uns? Sagen wir es mal so. Das ist mir wurscht, was die Australier von uns wollen. Anliegerrecht in Frankreich ist ganz wichtig für uns. Das heißt, wir könnten eigentlich eine Heeresgruppe abziehen, eine Gruppe abziehen. Operiert U-Boot Flotte 1? Hier, oder? Also U-Boot 2. Lütchen hat die über. Dann kriegen wir einen neuen Heimathafen. Die Bretagne. Operationsbasis.
Ja, nicht blöd von mir, irgendwie die Bretagne. Bringt uns natürlich Vorteile. Frankreich überfallen wir sicher nicht, das ist unnötig. Frankreich überfallen will ich nicht. Bin eher überlegen, ob wir uns in diesen italienischen Krieg einmischen. So zeugs gerade. Eine ganze Heerstruppe aufstellen. Und dann mal den Italienern Hallo sagen. Hola, Trio, den Italienern sagen. Schauen wir mal kurz, wie sind das mit den Italienern hier? Wir werden ein Kriegsrecht gegen Italien holen. Der Grund, dass wir das machen können, und das heißt, wir unsere Heeresgruppen umstellen. Jetzt haben wir hier jetzt stehen. Das ist Italien Front. Wir haben wir da 4. Das ist Reserve. Das ist Reserve. Die Reserve ziehen wir ab. Die kommt zu Italienfront dazu. Klasse ist taktisch jetzt natürlich die Umlegung der Truppen. Die Polenfront, die E-Kampf gesichert ist. Hier haben wir die Westfront, hier haben wir die Ungarnfront. Das sollen wir dann trainieren aufhören hier. Das geht auch für die. Schweizer Front, Polen Front, West, Ungarn. Suche ja gerade die da oben. Kann ich einen Front unter Steiner. Könnte auch zum Trainieren aufhören. Wir bereiten uns jetzt einmal ein bisschen auf Krieg vor. Wenn wir unsere eigenen Kriegsziele machen, unser Kriegsziel jetzt in Italien zu überrennen. Vielleicht den Franzosen entgegenkommen von hier. Also meiner Meinung nach hier und eine zweite Angriffslinie hier entlang. Das wird unser Angriffsziel sein. Den Italienern da in den Rücken zu fallen. Man hat das um 15 Divisionen dabei beim Italiener. Puh, das wird ein sehr interessanter Versuch durchzubrechen hier, aber schauen wir mal. Okay, die Italiener bei Bozen ins Knick fallen. Sollte eigentlich locker möglich sein. Den Plan verfolgen wir 5 Einheiten. Also 5 Division, geht das überhaupt? Das löschen und jetzt so machen.
gerade verkehrt. Bin ich jetzt zu blöd? Für die Frontlinie. Achso, ich will gar keine Frontlinie. Sag mal. Eine Angriffslinie. So war es. Ich glaube, das ist eine Angriffslinie dann. Jetzt muss man überraschen, wie das wirklich funktioniert am Ende. Wichtig ist, auf jeden Fall, wenn wir das machen, Venedig zu nehmen, schnell. Das wird sich dann alles zeigen in Ruhe. Ja, das ist der Plan hier. So, ich glaube, Dänemark-Plan weiterhin besteht. So, 3 Tage noch, dann haben wir es geschafft. Wir könnten uns nochmal politisch ein bisschen weiterbilden, dass wir nicht wirklich in die Schiffs... Eckern machen die Atlantik. So, im nächsten Folgen werden wir dann definitiv einmal in die Anna angehen, in denen wir das stehische Getue. Schauen wir mal durchbrechen nochmal. Oh, Tschechien, die Marionette. Die ganze Tschechoslowakei gehört uns. Ende der Geschichte. Wir holen uns Tschechoslowakei komplett. Wieder gar nicht darum tun. Wir machen weiter mit. Tanzen gegen die Slowakei? Ich weiß nicht. Tanzen gegen die Slowakei geht nicht. Das haben wir auch selber ausgeschlossen schon. Geht auch nicht. Das würde gehen. Ist aber nicht der Plan von mir gerade. So, hier gehen wir mal die U. Och. Geht auch nicht. Jetzt müssen wir mal kurz mal schauen, was würde denn gehen? Platz und Visa für geht auch nicht. Krieg gegen Frankreich werden wir sicher nicht führen. Und hier Rüben noch, was man hier Rüben alles machen kann. Westbalkan können wir auch nicht und Ostbalkan können wir noch nicht. Rumänien eingeschritten. Ungarn. Warum nicht Ungarn? Was haben wir denn hier eigentlich? Der Part zieht sich schon in extreme Länge. Das nächste Problem ist, wir müssen mal die Grenzen neu gestalten. Das ist überhaupt nicht gut. Wo ist unsere tschechische Front? Was ist denn das? Polenfront. Reserve, wo seid ihr nie abstationiert? Das habt ihr nie für einen. Das ist die Ungarnfront und Stuttgart. Jetzt
So, da gibt es eine neue Frontlinie. Gut, die haben eine neue Frontlinie. Das wird echt ein bisschen gravierend interessant. Aber wurscht, wir sehen uns also im nächsten Part wieder. Fürs Erste sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Das heißt, wir spielen Hearts of Iron 4 bei mir mit mir im Kanal. Und da gibt es auch Schicksals aus der Slowakei, Tschechoslowakei. Die Tschechen müssen sich beschützen werden. Dankeschön, herzlich willkommen. Bye bye. Hallo, Tschechoslowakia. 3 Mediafabriken. Sorry, noch 3 Mediafabriken haben wir kurz zum Anteilen. Da haben wir jetzt was in den Mitten. Danke. Flak oder Pack. Wir müssen in die Pack. So, also wirklich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir spielen Hearts of Iron 4.